Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem weiteren Spezial von timetodo.ch. Sie erinnern sich, vor nicht allzu langer Zeit, 8 Wochen, war ich in Bad Griesbach in der Praxis von Sabine Linek, denn da gab es was ganz Neues. Bisher wurden diese Sanazontherapie über intravenöse Ozonlösungen, wo Blut verwirbelt wurde, gemacht. Mittlerweile ist auch da die Entwicklung weitergegangen. Heute heißt das Laser-Ozontherapie. Das Sensationelle ist, über Licht zu heilen. Immer mehr bewegen wir uns in Richtung Informationsmedizin. Mittlerweile wissen immer mehr Mediziner, dass die Information im Körper fast wichtiger ist, wie die Materie zu behandeln, denn die Informationen verursachen die ganzen Dinge, nicht die Materie. Die kann nämlich gar nichts. Die kann nur was mit der Information zusammen. Und über das Laserlicht wird Ihnen die Information ins Blut gegeben, direkt. Wie das funktioniert, rufe ich Ihnen nochmal in Erinnerung. Schauen Sie sich kurz nochmal einen Ausschnitt des Beitrages von vor 8 Wochen an. Schau mal, ich bin jetzt in deinem Kopfbereich oder Nasennebenhöhlen und ich sehe eine Darmbelastung. Du siehst hier, die sind ein bisschen verklebt. Ne? Aha. Darmbelastung muss jetzt nicht unbedingt nur mit der Verdauung zu tun haben. Es könnten leicht allergische Reaktionen sein, Hautreaktionen. Ja? Alles das könnte sein. Oder Nasennebenhöhlenprobleme. Vielleicht warst du gerade erkältet. Ich weiß es nicht. Wir gucken. Ne? Im Hintergrund sieht man diese ganz kleinen hier, die Symprotiten, ne, siehst du? Ja. Das zeigt deine Abwehr, die ist ganz gut. Guck mal, man sieht immer wieder Darm. Und das ist ein Leukozyt, allerdings ziemlich klein. Also ist ein bisschen angestrengt momentan, ja. Also irgendwelche Erregungen. Ach, guck mal hier. Schau mal hier. Das Blut ist ziemlich verklebt. Ist ein bisschen verklebt, das zeigt eine Darmbelastung auch. Ja. Ne? Du siehst Darmbrötchen. Guck mal hier, hier sehe ich über dem linken Auge, jetzt bin ich im Augenbereich, eine kleine Ablagerung. Hast du damit Probleme? Ja, das war ja noch immer, das hat sich zwar viel verbessert, aber ich hatte auch immer mal diese Schatten morgens im Auge. Ja. Ist immer weniger geworden. Mach mal ein Foto davon, wenn es geht, ja. Also manchmal habe ich es noch, aber... Warst auch lange nicht hier, müssen wir dazu sagen. Sehr lange nicht, so oder? In 3-4-Wochen-Rhythmus, irgendwann taucht es mal auf. 2 Jahre. Aber bisher konnte mir keiner sagen, was die Ursache ist. Ich glaube, du warst 2 Jahre oder 3 Jahre nicht hier. 2 Jahre, ja. Ja, ist also schon länger. Ne? Das heißt, wenn da wieder oder immer oder gerade wieder ein paar Bakterien reingekommen sind, dann kann das eben hier passieren. Und das heißt, guck mal, ich habe dir ein Foto gemacht. Der Analyse, die du jetzt machst, da entscheidet sich dann auch daraus, welche Farben eingesetzt werden. So ist es. Es sieht ja hier alles sehr entzündlich aus. Ne? Man sieht auch ganz, man sieht es nur schemenhaft, aber du siehst auch, dass hier so kleine Striche sind. Siehst du das? Das zeigt Entzündung an. Ne? Und wir gucken mal weiter. Ja, siehst du? Es ist entzündlich. Überall entzündlich. Also, es ist nicht ganz so schön. Nee, es war schon besser, ne? Wenn ich mich erinnere. Ach, das sitzt auch einer. Schilddrüse. Ja, Schilddrüse. Ja. In der Schilddrüse auch ganz klein. Ich erinnere mich, wir hatten das mal viel größer. Hast du da manchmal noch Probleme? Das ist ja, guck an, siehst du. Schau mal, es liegt da dran. Hier hast du wieder eine kleine Ablagerung. Hier sieht man wieder die Entzündungszeichen. Wir gehen gleich mal auf die Suche, was jetzt hier die Quälgeister sind, warum das ist. Es ist nicht so schlimm wie das letzte Mal, aber es ist da. Ne? Ja. Es sind deine Schwachstellen. Genau. Absolut, ja. Was hast du? Und da arbeite ich natürlich auch mit der Naturheilkunde. Ja. Dauert immer länger, sagt man natürlich, bis nicht das dann ganz geheilt ist. Ja, kommt immer drauf an, was du machst. Warte mal, ich versuche das mal hier. Aber auch spannend ist es, jetzt sieht ja der Zuschauer, wie das Blut vor der Behandlung aussieht. Guck mal. Und dann werden wir auch sehen, da haben wir nochmal so einen Helm. Ja, hier, ja. Ne? Ich versuche den gerade in die Mitte zu bekommen, aber dieses Ding will nicht so richtig sich dahin drehen lassen. Das hat hier einen kleinen Stau, das liegt aber am Gerät, ne? Aber ich kriege das schon. Ja gut, man sieht es ja. Das sieht nach Knoten aus. Hast du einen Knoten in der Schilddrüse? Das ist ganz und gar Knotenform. Also, ja, die Letzten haben gesagt, bei dir ist der Durchfluss gehemmt und hat dann mit Cordyceps und sowas gearbeitet. Und hat sich auch jetzt schon reduziert im letzten Jahr um ungefähr 1/3. Ja, aber du siehst, da ist ein Knoten. Ich kann das leider hier gerade nicht drehen,
weil hier ist ein kleiner Stau. Das ist anscheinend nicht in Ordnung, dass ich das jetzt weiter drehen kann. Weißt du, du kennst das ja von meinem, da kann ich alles drehen. Ne? Aber hier, gut, das ist nicht so in Ordnung. Das müssen wir uns nochmal anschauen, rein technisch. Ne? Ja. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass da ein Knoten ist. Und ich sehe auch mehr so auf der rechten Seite, kann man das sehen. Wir schauen mal weiter. Also ein Knoten. Guck mal hier. Bakterien, die abgestorben sind gerade, weil du ja was nimmst gegen Bakterien. Genau. Siehst du das? Die leuchtenden weißen Punkt ist auch in der Schilddrüse. Also deutet doch alles etwas auf Entzündung hin. Also ein entzündlicher Vorgang hier in dem Bereich. Also würden wir auf jeden Fall auch die blaue Farbe nehmen, weil das hat ja auch mit Hormonen zu tun. Ne? Auch die Männer haben ein hormonelles System. Ja. Da würden wir hier auch und natürlich Bakterien abtöten. Möchtest du davon auch ein Foto haben? Ja. Weil ich sage, nach der Behandlung natürlich werden wir dann sehen, wie sich das verändert hat. Und zwar schon, wenn man das dann 10 Minuten später macht, so schnell reagiert dieses Licht und gibt die Information ins Blut, dass das Blut sofort darauf reagieren kann. Okay, das sind jetzt die Bakterien. Du siehst auch Streptokokken, ne? Kokken an Ketten. Sieht man hier die Ketten, also munter viele Bakterien und überall eine Entzündung drin. Ne? Du siehst überall die Striche. Wie kann da die Ursache? Woher kommt das? Bakterien? Du kannst von irgendwelchen Mücken gebissen worden sein. Ah, ja? Die übertragen das kommt natürlich vor, weil ich viel in Wald und Feld rumhuppel. Ja, siehst du? Ja. Meine ist ja toll. Ja, guck mal, heftig. Siehst du die Striche? Mhm. Heftig, starke, starke Entzündung ist das, starke. Und jetzt muss man sich ja überlegen, ich spüre nichts. Also ich, an meinem Körper merke ich überhaupt nichts, es geht mir weder schlecht, noch bin ich gedownt, noch bin ich nicht leistungsfähig. Körperlich merke ich nichts. Deswegen ist Prävention so wichtig, dass man auch, wenn man nichts spürt, mal hingeht und sagt, schau mal rein, ob da irgendwas im Kommen ist. Und wenn man, bevor es dann körperliche Einschränkungen bringt, sich dann die entsprechende Behandlung holt und das über Licht und Information sensationell. Also es sieht überall so aus, im Leberbereich auch. Ne? Die Leber, die weißt ja, die ist ja immer dafür zuständig, auch Gift abzubauen und sowas. Und momentan hast du eben einige Bakterien drin. Und gut, das kann eben sein, dass du manchmal vielleicht auch müde bist, obwohl bei dir schwer vorstellbar. Aber Bauchdruck, Füllegefühl kann die Leber auch machen. Eine gewisse Gereiztheit, dass man manchmal so hoch geht. Im Gallenbereich ist es sehr gestaut. Der Stuhlgang kann wechselhaft sein. Also das könnte eben alles sein. Im Leberbereich. Schau mal, das ist sehr gestaut. Ne? Vor allen Dingen die Galle ist bei dir gestaut. Schau dir das an. Da war schon immer eine Schicht. Ja, guck mal hier. Gallenblase und rot. Ne? Du siehst öfter rot. Muss ich ja mal deine Leute mal fragen. Das stimmt, manchmal sehe ich rot in meinem Job. Das ist nicht zu verhindern. Man sagt ja, es läuft an die Galle über, ne? Wenn man so sauer ist. Das passiert bei dir, ist aber auch körperlich bedingt. Also wenn wir das in Ordnung haben, können sich deine Leute freuen. Dann geht der Norbert nicht durch die Luft. Ja, genau, dann kommen keine Ausbrüche mehr. Ja, dann ist das gut, ne? Aber ist toll, wie man sieht, oder? Wunderbar. Auch das wunderbar. Rote, ne? Dieses Akute zeigt richtig. Vor allen Dingen wird es spannend, dann danach zu sehen, was nach der Behandlung passiert ist. Weißt du, jetzt sieht das ja aus wie ein wildes Gebirge da. Ja, nicht. Oh, 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 guck mal, alles. Oh, Galle. Galle, ich würde dir sowieso raten jetzt für die Zukunft auch, ja, weil Galle, das kriegt man nicht mit einer Behandlung in Ordnung, so Bitterstoffe zu dir zu nehmen, Gallenmittel und sowas, um diese Stauungen wegzubekommen. Ja. Ne? Du siehst auch so leicht orangefarbene Punkte, das heißt also die Galle hängt ja mit der Bauchspeicheldrüse zusammen und da könnte es dann auch mal Probleme geben. Wenn die Galle nicht richtig fließt, kann man eben auch im Pankreasbereich krank werden. Und hier ist sehr wenig Sauerstoff, deshalb auch die orangefarbenen Punkte. Hier atmet es überhaupt nicht gut. Ne? Das ist so Galle, siehst du? Das ist ganz dunkel. Machen wir hier nochmal. Ja, das konnte ich ja jetzt auch nicht, das ist der Rand. Das konnten wir jetzt ja auch nicht wissen, dass wir das sehen. Und auch leicht grünliche Farbe, siehst du? Ja. Das ist richtig Galle, ne? Wir sind noch im Gallenbereich, ja. Nochmal also das heißt, da ist etwas zu tun. Wir haben jetzt gesehen, auch wenn man sich fit fühlt und gut fühlt, muss das nicht so sein, dass der Körper auch so ist. Da kann schon was am Brutzeln sein, was man einfach nicht erkennt und was man erst spürt, wenn es zum Ausbruch kommt. Aber wie gesagt, das ist ja so wie mit dem Vulkan. Ne?
Ich warte nicht, bis er ausbricht, ich gehe lieber vorher weg, bevor mir das auf den Kopf fällt. Und ähnlich ist es hier, ich warte nicht, bis eine Krankheit ausbricht, sondern jetzt werden wir dann mal schauen. Wenn wir gleich in die Werbung gehen, dann sehen wir uns natürlich wieder direkt bei der Lichttherapie, bei der Lichtlasertherapie. Genau. Und danach schauen wir nochmal ins Dunkelfeld und mal sehen, ob das in der schnellen Zeit schon anschlägt und wo man Veränderungen sieht. Das ist natürlich ganz spannend. Nochmal darauf hinweisen, ich habe nichts gemerkt. Sie haben gesehen, wie mein Blut ausgesehen hat. Sie kennen mich eine Weile. Sie wissen, wie achtsam ich bin. Trotz aller Achtsamkeit habe ich mir irgendwo irgendwelche Bakterien gefangen. Und wie gesagt, ich habe keine Reaktion gespürt. Mir ging es nicht schlechter, ich war nicht müde, ich war nicht unkonzentriert. Ich hatte keine Schmerzen, nichts. Aber Vorbeugen ist besser als Bohren. Also rechtzeitig, und ich bin ein absoluter Vertreter von Prävention, Vorsorge treiben, bevor erst das Kind in den Brunnen ist. Jetzt habe ich natürlich diese Therapie getestet, weil ich habe gesehen, uiuiui, da stimmt irgendwas nicht, und zeige Ihnen jetzt mal, wie die Therapie abläuft. Noch ein ganz kurzer Ausschnitt, wie dann der Laser in den Arm gesetzt wird oder an den Arm gesetzt wird und wie der Ablauf ist. Viel Vergnügen beim zweiten Teil. Also spüren tue ich überhaupt nichts, muss ich sagen. Tut also überhaupt tut nicht weh. Nichts weh, nichts, nee, gar nichts. Gar nicht, ja. Fangen wir mit Gelb ruhig an. Mit Gelb, dass ich noch besser drauf bin, wie ich eh schon drauf bin. Und also in der normalen Therapie geht das jetzt wie lange? 10 Minuten würden wir das jetzt machen. Wenn wir aber nur so einen kurzen Impuls geben wollen, kann man es auch kürzer machen. Aber normal machen wir das 10 Minuten. Man kann es natürlich auch länger machen. Ne? Ja, aber vor allen Dingen, wenn wir alle 5 Farben nehmen, dann ist das schon gut, wenn wir das 10 Minuten machen. Das heißt 50 Minuten für alle Farben. Da geht's los. Ja. Da ist das wunderschöne goldene Licht. Schau, kannst du es sehen? Kannst du hingucken? Ah, ja. Schau mal, sieht gut aus, ne? Das ist richtig schön. So, jetzt schaue ich mal, ob sich in meinem Körper was tut. Das ob gelbe ich da Licht. Irgendwas spüre? Also erst einmal wird Vitamin D gebildet. Ja, wenn man ja zu wenig Sonne hat oder so, ist das sehr gut. Und Vitamin D ist ja auch wunderbar für die Knochen, Haut, Bindegewebe, Zähne. Ja, also für das alles, auch für die Schönheit. Und es werden auch Glückshormone freigesetzt bei dieser gelben Farbe. Das heißt, es wirkt ganz besonders antidepressiv, also gegen Depressionen. Die Sonne geht auf, ja? Also dieses goldene Licht geht jetzt also eben durch das ganze Blut durch. Merkst du es ein bisschen? Ja, also es entspannt fühlt sich an. Es entspannt. Also ich merke sofort, wie es mich runterfährt. Es ja. entspannt richtig. Genau. Und es wird auch bei der Krebstherapie mit eingesetzt, weil es Tumore auch schrumpfen lässt. Nicht? Die gelbe Farbe, also ist da auch sehr, sehr gut. Aber vor allen Dingen macht es eben auch gute Laune und Vitamin D wird damit produziert. Das ist also wie schon lange braucht es? Das kann man übrigens nachweisen, schon medizinisch ist nachzuweisen. Bis das Blut einmal durch den Körper ist? Ach Gott. Gibt es da irgendeine Regel? Ich weiß es gar nicht. Das weiß ich auch. Wie viel Mal das Herz pumpen muss, bis es einmal das oh komplette Gott, Blut gedreht hat. Oh Gott, frag mich jetzt solche hat. Sachen, du. Ja, ich weiß. Das lange ist her, 25 Jahre. Ja. Ja. Nee, das war wahrscheinlich in deiner Ausbildung vor 40 Jahren. So ungefähr. Haben wir das gelernt. So ungefähr. Ja. Aber Fakt ist, dass es bestrahlt wird und dass es in deinem ganzen Blut verteilt wird. Das Licht verteilt sich schnell. Das wissen genau, wir genau, ja, die ne? Informationen laufen jetzt im ganzen Körper. Und erhellen alles. Also da, wo Licht ist, kann kein Schatten sein. Das sind ich bin nachher gespannt auf das Bild vom Blut. Also wenn sich das so, Blut so verändert, wie sich es anfühlt, dann ist das Blut dann auch super. Ich setze mich jetzt erstmal wieder hin. Wir haben das ja so weit gesehen. Und ich finde, es sieht auch wunderschön aus, ne? Wenn es so einen Lichtbogen macht. Und ja, und es ist eben vollkommen harmlos. Es gibt keinerlei Nebenwirkungen dabei. Spannend, wirklich spannend. Kann wirklich jeder bekommen. Und gerade in der Zeit, wo so viele Menschen allergisch sind gerade, und bei der Hyperbahn mussten wir da eben auch sehr vorsichtig sein, deswegen haben wir das gar nicht mehr gemacht bei schwersten Allergien, kein Problem. Ne? Mhm. Es wird Ihnen geholfen und Sie brauchen keine Angst haben, dass Sie hier eine Allergie, irgendwie einen allergischen Schock oder sowas erleiden. Und das ist das Tolle daran. Es ist eben nur Licht, es ist eine energetische Therapie. Ja, Informationsmedizin, das ist irgendwie das Thema der Zukunft. Ich habe mich mit jemandem unterhalten, der da sehr viel arbeitet drin. Und der hat gesagt, die Praxis der Zukunft wird in 2 Dinge
Einmal in Frequenzübertragung und zweitens über Licht, sagt er. Über die beiden Faktoren werden wir in der Zukunft heilen. Genau. Ja, wir können dann auch die andere Farbe auch machen. Wenn du bereit bist oder möchtest du noch ein bisschen bestrahlt werden? Alles gut, alles gut. Goldene Bestrahlung, ja. Und vor allen Dingen, was für mich halt spannend ist, weil wir können jetzt nicht eine Stunde annehmen, stehen ist dann langweilig für die Zuschauer. Das stimmt, das stimmt. Aber wie das auch wirkt, weißt du, wenn man das mal ein paar Minuten alle fünf macht, ob das bereits eine Wirkung im Blut hat. Das schauen wir natürlich. Das ist spannend. Das kann ich jetzt hier auch nicht sagen, weil so kurz machen wir es ja sonst nicht. Ne? Ja. Wir müssen ja sagen, dass wir das jetzt nur, das ist der rote. Jetzt ist der rote Laser, sieht auch wunderschön aus, die rote Farbe. Und Rot aktiviert dich jetzt, ja. Also auch das Immunsystem geht nach oben. Das kann jetzt nicht verkehrt sein. Es war zwar da, aber es könnte noch besser sein. Ne? Das habe ich eben auch gesehen, ja. Und belebt und ist natürlich sehr gut für die Durchblutung. Alles wird besser durchblutet. Das merkt man dann auch sehr schnell. Auch im Kopfbereich oder wenn jetzt jemand Durchblutungsstörungen hat, so in den Händen oder so, dann merkt man das sehr, sehr schnell, dass es weggeht. Muss man eigentlich die Behandlung wie bei Ozon auch bis zu 10-mal machen? Ja, wir bieten das auch so an. Ja. Ist das aber so, je nach Schwere der Belastung wahrscheinlich? Genau. Ja? Und wir machen ja diese Kombination, was ja einmalig ist jetzt, ne? Mit Sanazon und dieser Lichttherapie. Man kann sie natürlich auch einzeln machen, aber es ist mit Sanazon ist es viel wirkungsvoller natürlich. Ja. Also die Kombination macht es aus, ja. Das ist eine einmalige Geschichte, Norbert. Das hat außer uns jetzt wirklich niemand. Das sieht ja cool aus. Das sieht gut aus, ne? Meine Ader innen beleuchtet. Ja. Man sieht die Ader durch die Haut quasi rot schimmern. Ne? Ja, sieht toll aus, ne? Und auch wieder, siehst du da so den kleinen Faden in Rot. Also das merke ich zum Beispiel jetzt anders wie das Gelblicht. Ja. Das spüre ich jetzt wie hier. Als wenn es da wie so reinströmt. So fühlt sich das an. Das ist gut, weil die Durchblutung war nicht so gut. Haben wir ja gesehen. Das spüre ich sofort. Jetzt haben Sie gesehen, wie so eine Behandlung vonstatten geht. Natürlich im Zeitraffer. Normalerweise haben Sie den Laser pro Farbe 10 Minuten am Arm. Das ist auch ungefähr die Zeit, wo das Blut einmal durch den Körper läuft. Das heißt, jede Information geht aufs gesamte Blut. Was war für mich denn wichtig? Zu sehen, ob bereits nach dieser kurzen Zeit, bei dieser extremen Anhäufung von Bakterien und so weiter, was da alles in meinem Blut zu sehen war, eine Reaktion festzustellen ist. Und jetzt schauen wir mal, wie das ausgesehen hat. Auf der linken Seite sehen Sie jetzt mein Blut direkt nach der ersten Kurzbehandlung, wo der Laser 1, 2, 3 Minuten an meinem Arm war. Auf dem rechten Monitor sehen Sie jetzt, wie mein Blut aussah nach 6 Laserbehandlungen und ich glaube 8 oder 9 Ozonbehandlungen. Das heißt, morgens ist Laser, dann bekommen Sie morgens Injektionen in den Hintern und am Abend noch einmal. Und das läuft dann 5, 6 Tage hintereinander so. Und jetzt sehen Sie auf dem rechten Bildschirm, im Vergleich zum linken, fahren wir das langsam hoch und da sehen Sie die einzelnen Bereiche, wie sich das Blut innerhalb von 5 Tagen komplett auflöst, das Immunsystem wieder fit ist, die gesamten Bakterien sind weg. Also dann habe ich schon einen Unterschied gemerkt. Ich muss sagen, ich war fast euphorisch, weil dieses Ozon und dieser Laser und da vor allen Dingen dieses goldene Licht noch, gibt ja auch einen mentalen Aufbau. Das heißt, das ist wie so, das Dopamin wird angestoßen und man fühlt sich gut. Und wenn Sie sich gut fühlen, ist natürlich auch das Heilen beschleunigt. Weil wenn man in Negativzuständen ist, hat es der Körper schwer. Ist man in liebevollen und positiven Zuständen, reagiert natürlich auch der Körper entsprechend. Jetzt sind wir natürlich hingegangen und haben gesagt, wir wollen nicht nur zeigen, da was bei mir passiert. Dann habe ich den Vorschlag gemacht, dass wir einfach uns jemand nehmen, der da kommt und fragen den mal, ob er uns zur Verfügung steht. Nicht, dass er sich da zeigen muss, weil die Leute haben immer so ein Problem. Oh, wenn mein Chef dann sieht, dass ich so krank bin, dann entlässt er mich vielleicht. Und dann haben sie immer Angst, in die Öffentlichkeit zu gehen. Da haben wir gesagt, was ich möchte nur das Blut vorher sehen und dann nach 5 Laserbehandlungen, also die Hälfte, die ich gemacht habe. Jetzt schauen wir uns das mal wieder an. Das Blut von Hermann G. Links
direkt die erste Kontrolle vor jeder Behandlung. Rechts nach, ich glaube, 3 Laser- und 5 Ozonbehandlungen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und auch dort sehen Sie eine extrem schnelle Veränderung. Und jetzt kann das Blut, wenn die Blutzellen wieder getrennt sind, viel mehr Sauerstoff aufnehmen. Das Immunsystem wird angefahren. Was in dieser Zeit im Moment mit der ganzen Hysterie, die da läuft, ganz wichtig ist, dass Ihr Immunsystem funktioniert. Wenn je besser das funktioniert, desto mehr sind Sie sicher vor Viren, Bakterien und sonstigen Dingen, die uns Probleme machen. Und da sehen Sie, dass selbst nach der Hälfte der Behandlungszeit schon wirklich signifikante Verbesserungen im Blut zu sehen sind. Und wir merken dann auch immer, wenn wir mit den Menschen sprechen, dass die uns dann sagen, du, ich fühle mich viel besser, ich kann besser schlafen. Oder ich merke morgens, wenn ich aufstehe, ich bin ausgeruhter und fitter. Wenn ich bei der Arbeit bin, ich ermüde nicht mehr so schnell. Und ich merke plötzlich, ich werde nicht mehr krank. Natürlich, wenn dein Immunsystem perfekt funktioniert, dann gibt es auch keine Krankheit. Und wichtig ist das zu machen, denn die langjährige Praxiserfahrung, die bei der Sabine Lineck vorliegt, mit insgesamt 50 Heilpraktikern, die in den 3 Praxen arbeiten und auch ihre Erfahrung mit einbringen, da ist so viel Heilwissen vorhanden, dass ich den Menschen immer empfehle. Und Sie sehen ja, würde ich etwas machen, was mir nicht hilft oder Unsinn ist? Nein, natürlich nicht. Ich will gesund und fit durchs Leben gehen. Und deswegen war mir auch wichtig, ohne dass ich etwas gemerkt habe, das kontrollieren zu lassen. Und dann ist natürlich dieses Bad Griesbach in einer wunderschönen Gegend für alle Golfspieler ein Paradies. Da hat es, glaube ich, 18 Loch-Golfplätze und noch ein paar kleinere, einen Haufen Hotels, eine wunderschöne Therme. Also es lohnt auch, dahin zu gehen, ein paar Tage Urlaub zu machen. Hotels gibt es dort en masse und die sind auch vom Preis her erschwinglich. Und dann so eine Kur zu machen, und auch das ist vom Preis durchaus erschwinglich. Und worum geht es mir? Nicht darum, dass ich irgendwas fördere, dass irgendjemand Geld verdienen kann. Das interessiert mich überhaupt nicht. Die Dinge zu fördern, die uns Menschen helfen, wieder fit zu sein, wieder in unserer Mitte zu sein, allem, was von außen auf uns einstürzt, zu widerstehen. Was in dieser Zeit jetzt besonders wichtig ist, dass wir innen in uns stehen, dass wir die Dinge, die unser Immunsystem betrifft, erkennen und die Maßnahmen wahrnehmen, dass wir resistent werden, dass uns nichts angreifen kann. Und da muss erstmal hier oben die Angst aus dem Kopf. Das ist so eine Gefahr. Angst holt immer ihre Schwingung runter, macht sie immer anfällig. Und dann zu wissen, ich habe ein gutes Immunsystem, dann schwinge ich hoch und dann stehe ich. Und dann geht kein Bakterium, keine Keime und keine Viren an mich hin. Ich beweise das seit 10 Jahren. Ich achte sehr darauf, dass mein Immunsystem funktioniert und aktiv ist. Ich lasse das immer wieder mit unterschiedlichen Maßnahmen prüfen, unter anderem Dunkelfeldmikroskopie. Mir steht ein Timewafer und ein Ursachendiagnostiksystem auch zur Verfügung. Ich weiß, wo ich das prüfen kann. Also gehe ich hinaus und lächle und sage, mir geht es gut. Demnächst werden wir noch mehr zeigen, weil die Therapie hat noch viel, viel mehr tolle Anwendungen. Das teile ich Ihnen in einer kommenden Quick-Info mit, denn der Entwickler, mit dem habe ich gesprochen, auch hat mir noch sensationelle Sachen gesagt, was über die Lasertherapie möglich ist. Ich danke Ihnen, dass Sie bei diesem Time-to-Do-Spezial wieder dabei waren. Ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt das gezeigt, was auch Ihnen helfen kann. Und wie gesagt, der Weg von der Schweiz nach Bad Griesbach ist überschaubar. Da kann man mit allen möglichen Verkehrsmitteln hinfahren. Das ist in der Nähe von Passau. Also ich wünsche Ihnen beste Gesundheit und alles Gute und dass Sie sich so fit fühlen wie ich. Bis zum nächsten Mal.